Während diese Passagiere hoch im Himmel über den Vereinigten Staaten die Debatte der beiden Präsidentschaftskandidaten schauen, ist unten auf der Erde den meisten Beobachtern schon klar, das war nichts für Joe Biden. Dementsprechend die Schlagzeilen weltweit. Desaster, Katastrophe und Panikmodus bei den Demokraten. Direkt nach der Debatte bemüht sich Bidens Vizepräsidentin um Schadensbegrenzung. Einige in ihrer eigenen Partei fragen sich, ob Präsident Biden zurücktreten sollte. Was sagen Sie dazu? Wir haben heute Abend gesehen, dass sich der Präsident bei allen Themen, die für die Amerikaner von Bedeutung sind, ganz klar von Donald Trump abhebt. Ja, der Präsident ist langsam gestartet, aber es war ein starkes Ende. Dass es Joe Biden mit der Debatte nicht gelungen ist, Zweifel an seinem Alter zu zerstreuen, davor können die Demokraten nicht die Augen verschließen. Ich habe ein wenig davon gesehen und beim ersten Stammeln von Präsident Biden konnte ich nicht mehr weitergucken. Er hat sein Erbe ruiniert. Er hat jahrzehntelang der Öffentlichkeit gute Dienste geleistet. Doch die Leute werden sich an dieses Interview erinnern und das ist widerlich. Das ist verheerend für seinen Wahlkampf. Ich weiß nicht, wie sich die Kampagne davon erholen soll. Bidens Team setzt jetzt auf eine andere Strategie. Die Diskussion vom Auftritt des US-Präsidenten wegzulenken, hin zu seiner Politik und seinem Charakter. Noch stellen sich führende Demokraten hinter ihren Kandidaten. Er ist aufrichtig, die andere Seite unehrlich. Aber hinter vorgehaltener Hand gibt es Unmut und erste Spekulationen um Ersatzkandidaten. Gavin Newsom zum Beispiel, Gouverneur von Kalifornien. Der versicherte im Medienrummel nach der Debatte: Ich werde Joe Biden niemals in den Rücken fallen. Die Frage, ob er bereit stünde, sollte der US-Präsident zurückziehen, lässt er offen. Die Republikaner dagegen schauen schon siegesgewiss auf die Wahlen im November. Jetzt kann wirklich jeder sehen, was wir schon lange sagen. Präsident Biden ist dem Job nicht gewachsen. Ein kleiner Trost für Joe Biden, es gibt sie trotzdem noch, die unerschütterlichen Fans. Ich würde ihn auch als Toten wählen. Auf so viel Treue sollten sich die Demokraten allerdings nicht verlassen.